Allô? Stattdessen muss ich mich hier mit Wachen rumschlagen und... Also wirklich schlagen. So. Was soll der Verfall? Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen wurde so oder danach. So behandelt man keine Dame, wisst ihr? Nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Dreh dich mal um. Spielen verrückt. Da war niemand. Ist ja toll, dass der so toll läuft. Hä, Moment, ich bin wieder falsch. Nee, hier muss ich gar nicht hin. Ich muss doch durch so ein Fenster. Hi. Hau dich mal. Er hatte was dabei, ich hab's gesehen. Danke. Ja, ja, Wachen. Hallo. Ist jemand. Wachen! So, dann gehen wir mal das Fenster. Ich verrate euch nicht, versprochen. Ja, ist doch gut, dann schrei doch nicht rum. Ich muss hier nämlich durch. Hab ich das Gefühl. Dass sie immer so rumschreien müssen. So. Was liegt da? Huch, was? Ach, da hat mich einer gesehen. What the fuck? Natürlich ist hier voll Partybeleuchtung. Was zur Hölle? Warum steht da oben einer? Ach so, hier ist das. Nee, 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 du siehst mich nicht. Dann gehen wir mal hier durch. Es müsste eine Wohnung sein. Nee, auch im Wechsel? What the fuck? Ich verstehe die Map nicht. Teilweise. Aber gut. Riverside. Warum ist die Musik hier so? Ist ja fast bedrohlich. Finde ich ja nicht so geil, ne? Helles Köpfchen. Ja, da möchte ich hin. Kann ich, wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich dann auch das, den Kehlkopf wegbringen? Der hat wahrscheinlich noch eine Aufgabe für mich, die irgendwas beinhaltet zu klauen. Helles Köpfchen, Hallöchen. Also gut, dann zeig mal her. Was herzeigen? Das Orakel, du Truppenbold. Oh, naja, ich habe es nicht dabei. Man sollte Geschäfte nie mit den Händen machen, mit denen man isst. Es ist sicher verwahrt. Bei allen toten Göttern! Du hast bis zum Schlag des Glockenturms, um es herzubringen. Sonst kannst du dir einen anderen Käufer suchen. Psst, psst. Wozu denn so ein Aufhebens? Ich bin ja schon unterwegs. Lenny, ich bestehe den Meister Trunkenbold nicht zum ersten Mal. Also nochmal. Wie soll man eine Tür öffnen, wenn der Griff sich ständig bewegt? Okay, ich muss den jetzt folgen, ja? Muss eine dieser neumodischen Maschinen sein, dieser Türgriff. Oh Mann. Der Rücken weh. Also ich werde daraus einfach nicht schlau. Der was dabei? Die Straßen sind nicht mehr sicher. Hm. Ja, muss ich den K.O. schlagen jetzt?
Finde ich nicht so geil. Jede Nacht derselbe Albtraum. Ist doch voll gemein. Soll ich ihm helfen? Hört mir jemand zu? Ich brauch Feuer. Hä? Wer ist da? Ich sehe kaum was. Ich brauch bestimmt eine Brille. Das tut weh. Bleibe unentdeckt, aber ich soll dafür sorgen, dass... Oh Gott. Okay. Da kann ich hoch. Jungs, ich bin's. Oh, toll. Lenny kommt. Was ist hier los? Meine verdammte Pfeife brennt. Ich wollte Feuer, nicht die Apokalypse. Das muss dieser dämliche Idiot gewesen sein. Sogar die rote Jenny würde umdrehen, wenn sie ihn kommen sieht. Noch nie einen Betrunkenen mit der Schwermut gesehen. Ich selbst hatte immer nur schwarze Zähne. Doktor, sag ich, Messer weg, die stinken nicht schlimmer als sonst. Und dann sind sie von selber abgefallen. Diese hat nichts gekostet. Oh Mann, was geht hier ab, ey? Was muss ich denn hier alles machen? Ist jetzt runtergefallen? Lol. Es tut mir ein bisschen leid. Wo ist sie hin? Rosie? Bin ja gespannt, was das noch wird. Da muss er durch die Tür wahrscheinlich. Jemand hat das Scheißtor gestriegelt. Das Scheißtor verriegelt. Moment, vielleicht war ich das ja sogar selbst. Lass mal nämlich das Schild mit hier, bevor ich das verpasse. So. Ah nein, ich habe ihn berührt. Ich wollte nur an ihm vorbei. Okay, nochmal. Nochmal. Lass herzeigen. Das Orakel, du Truckenbold. Naja, ich hab es nicht. Das muss ich mir alles nochmal anhören. Und ich glaube nicht, dass der mich sehen darf. Mit denen man isst. Es ist sicher verwahrt. Bei allen toten Göttern! We are watching. Bis zum Schlag des Glockenturms. Anyone who disturbs the social peace will be considered an enemy of the state and severely punished by order of Baron Northcrest. Krass. Ich bin ja schon unterwegs. Okay. Ich bestehe den Meister Trunkenbold nicht zum ersten Mal. Also nochmal. Wie soll man eine Tür öffnen, wenn der Griff sich ständig bewegt? Ja, das weiß ich auch nicht, Lenny. Aber ich kann dir gleich anders helfen. Indem ich dir die Tür aufmache. Hört mir jemand zu? Muss eine dieser neumodischen Maschinen sein. Dieser Türgriff. Kann ich die vorher schon fertig machen, die Sachen? Ich werde krank. So, dass er... Moment. So, dass ich... Also freie ich Bahn hab direkt. Einfach nicht schlau. Was ist hier los? Meine verdammte Pfeife brennt. Ich wollte Feuer, nicht die Apokalypse. Das muss dieser dämliche Idiot gewesen sein. Sogar die rote Jenny würde umdrehen, wenn sie ihn kommen sieht. So, dann mache ich das fertig. Den erschlage ich mal. So. Da ist nichts dabei. Ich hoffe, das Feuer bleibt an. Die lasse ich mal runterfallen. Oh, Tatsache, die fällt runter. Das tut mir leid. So, und dann sammle ich mal das Zeug hier noch ein. Aber es ist ein bisschen blöd, dass man das vorher schon alles machen kann, wenn man es denn kennt. So. Das kann ich ihm knacken. Ah, guck mal, das muss ich ihm sogar knacken. Und wenn er davor steht, geht das gar nicht. So. Das müsste dann Lennys Zuhause sein, oder was? Hier komme ich nicht rein. Okay, dann ist das sein Zuhause. Das ist doch schon mal gut, dann habe ich alles fertig. Okay, das ist nur an.
Ja, dann ist die Mission ja einfach. So. Uff da! Hä? Wer ist da? Ich sehe kaum was. Ich brauche bestimmt eine Brille. So, dann kann ich ja schon mal auf ihn warten. Dauert ja nur Ewigkeiten. Ihr seid wohl beschäftigt und habt keine Zeit für den alten Lenny. Gut, geh ich eben. Wow. Voll beschäftigt, die Jungs. So. Pack den mal weg. Hinterher sagt Lenny, der ist tot oder so. Und dann ist die doch gescheitert. Das muss nicht sein. So. Schwarze Zähne. Doktor, sag ich, Messer weg, die stinken nicht schlimmer als sonst. Und dann sind sie von selber abgefallen. Sie hat nichts gekostet. Gut, Lenny, gut. Lauf nur weiter. Ich möchte nur deinen Schatz haben. Wo ist sie hin? Weiß ich nicht, da unten irgendwo. Warum haben wir das ja dazu gedreht auch noch, ne? Die ist da jetzt drin gefangen. Eigentlich müsste die doch jetzt rumschreien, die blöd. Schon krass. Das Tor ist auf, Lenny. Du kannst weitergehen. Und dann sagt er gar nichts dazu. Das ist natürlich hey, jetzt schön. Ich bin's. Lenny, macht auf, ja? Leiser, verdammt! Oder sollen alle Gauner und Diebe wissen, dass wir hier sind? Am alten Lenny kommen die nicht vorbei. Außer sie steigen einfach... Jetzt speichere ich mal eben, bevor ich hier was versauen kann. ...über deinen versoffenen Knochensack drüber. Du kannst doch nur Pfeile aufhalten. Das ist nicht sehr freundlich. Aus dem Weg! Ich komme geschäftlich. Sehr wichtig. Aha. Kann ich ihn jetzt K.O. hauen? Da war ein Geräusch. Nein, 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 nein. Wer war das? Hast du nicht. Wenn da jemand ist, du hast hier nichts zu suchen. Hier ist keiner. Tut mir leid, Lenny. Du hast ein Loch in der Hose. Ich hoffe, ich habe dir nicht kaputt gehauen. Lenny, tut mir leid sonst. Darfst du da gehen? Sie dürfen sich wieder umdrehen. Du darfst dich umdrehen? Nicht? Dann halt nicht. Oh, wie der Pfeil da noch drin steckt, Mann. Ich meine, es ist realistisch. Das muss man dem Spiel ja lassen. So. Ist hier gerade irgendwie Party? Zu Party? Zu Party? Ich werde krank. Das da oben ist mein Ziel. Hier sind aber auch Leute drin. Erstmal mal das Licht aus. Die Kerzen heizen ja nicht so, dass du dann frierst, mein Freund. Du frierst aus anderen Gründen. Dübdidu. Inventar voll. Pfeife. Bla bla bla. Sonst nichts drin. Geräusch gemacht und keiner kommt. Okay. Das Geräusch gemacht, das war eher aus Versehen als Absicht, aber egal. Gehen wir erstmal runter. Hallo.
So. Ich glaube, hier habe ich erstmal Ruhe. Und das Licht aus. Und da liegt was. Das kann ich nicht mitnehmen. Firmenregeln auf jeden Fall stehen da drauf. So, wo kamst du her? Und gibt es da, wo du herkommst, noch mehr von dir? Anscheinend nicht. Ist das? Die 1, okay. Ist das irgendwie so eine Diebesmietanlage? Oder so? Keine Ahnung. Ist das da? Die 3, okay. Hier kann man sich reinstellen zum Speichern. Mache ich doch glatt mal. Wenn das Spiel anbietet zu speichern, mache ich das lieber. So, hier hätte ich runtergekonnt und hätte ihn dann warum auch immer kaputt schlagen können. Für eine Halskette. Na gut. Na gut. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Der Ofen. Hm. Was machen die denn hier? Gut, dann gehen wir mal hoch. Hier komme ich ja her. Da. Ach, da ist direkt eine Truhe. Guck mal an. Eieiei. Ist das ein Sammlerstück? Sieh an, was haben wir denn? 3 von 6. Schön. Sehr gut. So. Wo sind denn unsere Kumpels? Oh. Sag ich. Allweißer waren mal wer. Die neuen Jungs kannst du in der Pfeife rauchen. Und jetzt 2. Jetzt sehe ich nur 1. Hattest du was dabei? Nein. Okay. Schloss knacken. Nein, nicht Schloss knacken. Kerzen aus. Erstmal Licht aus. Ganz wichtig. Falls hier doch noch einer ist. Ich sehe gerade zwar keinen, aber man weiß ja nie. Und da hinten ist vielleicht schon unser Schatz. War ich da gerade an der richtigen Kiste schon direkt? Das kann natürlich auch sein. Da hatte ich nämlich nicht drauf geachtet. Erstmal möchte ich nämlich alle Schätze hier mitnehmen. Hier ist aber noch irgendwo einer. Den höre ich nämlich husten, reden und was weiß ich nicht. Alles, ich speichere mal. So. Was haben wir denn hier drin? Noch mehr Firmenregeln und Geld. Okay, das ist hier schon der Ort, wo ich den Schatz, ups, bekomme. Na gut. Nicht sehr gut versteckt, aber, oh. Aber ist ja egal. Soll mich nicht stören. Ah, guck mal. Nur, dass der Chef echt ist. Ihr werdet treffen einen Fremden bald. Groß, dunkel, gut aussehend, kalt. Wow. Creepy. Creepy, creepy, creepy. Noch eine Kiste. Ein Seil. Habe ich noch einen Seilpfeil? Nein, warum nicht? Hätte ich da etwa auch so hoch, hätte ich von hier hoch gekonnt? Gibt es hier noch einen Weg? Gab es noch einen optionalen Weg? Weil ich kann ja jetzt hier runter. Ja, stimmt, ich hätte hier hoch gekonnt. Cool. Coole Sache. Ich hätte da hinten runter und hier hoch. Und oben rum hätte ich alle leben lassen können. Ist ja auch egal. Ich glaube, hier soll ich hoch, ne? Warum pfeift hier einer? Eines hochgestellten Herz und erhaltet Reichtum ohne Schmerz. Labert. Ist da oben jemand? Wieso Reichtum? Lenny, bist du das? Und verstehe euch um die Welt. Sucht nach Weisheit, nicht nach Geld. Lass euch nicht ein humpelnder Hohle mit schwarzer Börse. Der quatscht jetzt die ganze Zeit, das ist nicht so gut. Besser hat Konkurrenz, wenn es ums größte Großmaul der Stadt geht.
Aber ich lasse mir lieber von ihm weissagen, als von diesem Ding. Oh Mann. Ich hoffe, der Quatsch ist nicht die ganze Zeit, solange ich ihn, Schade! Ein Objekt fehlt und zwei K.O.-Schläge im Kampf. Warum im Kampf? Wenn ich doch unentdeckt bleiben soll. Das ist doch voll Unsinn. Das geht doch gar nicht. Also alles kann man da, glaube ich, jetzt nicht machen. Okay. Gut. Ich glaube, ich werde meine Aufnahme-Session, weil ich habe jetzt so ein bisschen mehr aufgenommen, jetzt hier auch beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Thief, wenn wir den Schädel zurückbringen. Vielleicht auch zu Hector gehen. Ich hoffe, der Schädel quatscht sich wirklich die ganze Zeit und macht auf mich aufmerksam. Ich bleib mal hier stehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Thief. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.